Hast du Lust auf einen Tag, 100% glücklich sein? Hast du Lust darauf? Dann erzähle ich dir einen einfachen Tipp. Den kannst du anwenden, der dauert nur wenige Minuten und du erlebst einen gesamten Tag voller Glück, voller Zufriedenheit, voller Leichtigkeit. Wenn wir uns erinnern oder anschauen, wie wir so im Alltag unterwegs sind, dann geht es uns ja alle gleich. Wir schauen in der Früh schon aufs Handy, Social Media, wir vergleichen uns, wir sind in der Arbeit, wir jagen immer Dinge nach, die noch nicht ganz perfekt sind. Auch privat sehen wir meistens das, was uns noch fehlt, das, was noch nicht ganz richtig ist. Das, was noch nicht ganz perfekt ist. Und damit verbringen wir meistens den ganzen Tag und jeden Tag und noch einen Tag. Und wir freuen uns fast das ganze Jahr auf einen Urlaub und sagen, dann wird alles gut. Kann sein, kann nicht sein. Aber wenn wir heute glücklich sein können, heute für einen Tag mit einer einzigen Übung, dann ist doch spitze, oder? Diese Übung heißt Dankbarkeit. Dankbar sein für das, was ist. Dankbarkeit ist die höchste Energiefrequenz, eine der höchsten Energiefrequenzen, die ein Mensch überhaupt haben kann. Dankbar sein für das, was ist. Und wenn wir uns anschauen, unsere Ahnen, unsere Vorfahren hatten nicht im Ansatz das Leben, was wir jetzt haben. Erinnere dich oder schau da ganz genau hin. Unsere Eltern haben gekämpft. Wir haben alle oder die meisten von uns haben ein Auto, haben was im Kühlschrank, haben sauberes Trinkwasser, haben Ideen, sind kreativ, haben Möglichkeiten, setzen Dinge um. Das konnten unsere Vorfahren nicht, denn unsere Vorfahren waren beschäftigt mit den Alltag irgendwie meistern. Und wenn wir uns erinnern an das, was wir haben, in der Früh 5 Minuten dankbar sein können, dann wirst du merken, dich durchflutet ein Gefühl von Glück, von Freude, von Zufriedenheit. Und wenn du diese Übung in der Früh und vielleicht zu Mittag und vielleicht am Abend nochmal richtig dankbar sein kannst für die Menschen, die um dich sind, für deinen Körper, den du liebst, für dein Auto, für deinen Job, für dein Geld, für deine Möglichkeiten, für deine Kreativität, für deine Ideen, für whatever, für alles. Da wirst du merken, du schläfst auch in der Nacht sehr, sehr gut. Und du wirst merken, dieser Tag war anders. Er war glücklich, er war leicht, er war gefüllt mit Glückshormonen. Und wenn du Lust hast, mach doch den nächsten Tag auch wieder und den übernächsten Tag auch. Es kann sein, dass du einer von den ganz wenigen Menschen bist, die einfach glücklich sind. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich wünsche dir viel Spaß, viel Glück, viel Freude im Hier und Jetzt. Bis bald.